Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu einem neuen Projekt von mir, das sich Klartext schimpft. Klartext bedeutet, ich rede einfach mal Klartext. Dafür nehme ich irgendein x-beliebiges Spiel, in diesem Fall ist es einfach mal Mario 64, und ich rede mal über Sachen, die mich einfach so interessieren. Ich habe das jetzt gerade hier niegelnagelneu angeschmissen, das ist vollkommen egal eigentlich, das Spiel, sondern es geht ja eher um die Message. Und mir geht es um den Papst und die katholische Kirche. Ich habe, beziehungsweise ihr habt es alle mitgekriegt, es wurde ein neuer Papst gewählt und wir haben so darüber gesprochen und dann sagte jemand, hey, was interessiert es mich, dass ein neuer Papst gewählt wurde? Ich bin ja nicht katholisch. Und dann habe ich einfach gesagt, es hat jeden zu interessieren, dass es einen neuen Papst gibt, weil dieser Papst, ja, wie soll ich sagen, dieser Papst ist ja dafür da, die Katholiken anzuführen. Die Katholiken sind nun mal die größte Glaubensgemeinschaft überhaupt auf der Welt mit 1,3 Millionen, fick dich doch, mit 1,3 Millionen Anhängern. Und demnach ist es schon wichtig, was so im Vatikan abgeht. Und das hat auch Leute zu interessieren, die nun mal nicht katholisch sind. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist mir zum Beispiel bei dieser Sache, dass es, ich bin immer im Zwiespalt mit der Kirche. Ihr habt es sicher schon in ein paar Let's Plays und so von mir gehört. Jedes Mal, oft lästere ich auch über die katholische Kirche, weil ich finde, das ist eine viel zu alte, viel zu engstirnige Glaubensrichtung, ja, die irgendwelchen Menschen weismachen will, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ganz besonders natürlich spreche ich da so Gebiete an Afrika etc., da wo Leute ja außer dem Glauben nichts anderes haben. Ja, und in diesen Ländern verbietet zum Beispiel so ein Papst, der so engstirnig ist, weil er denkt, dass das Liebe, Sex und Zärtlichkeit nur in eine Ehe gehören. Der verbietet dort Kondome und sowas wie AIDS breitet sich wie Sau aus. Ja, es passiert einfach gar nichts dort. Und es wird einfach Zeit, finde ich, dass ein Mensch, der so einen Einfluss auf die komplette Menschheit hat, ja, was Gutes tut und nicht so mega engstirnig ist und durchs Leben geht und sagt, ne, nee, ehre dein Weib, Sex auch nur unter verheirateten Pärchen und all so ein Kram. Oh, scheiße, falsch gedrückt. Nein, jetzt falle ich da runter. Ihr merkt, ich krieg's noch nicht ganz hin. Also andere Leute machen ja auch einfach so ein Commentary. Also nehmen einfach eine Viertelstunde oder 20 Minuten auf. Ich mach das jetzt hier nicht, sondern ich spiele live und versuche nebenbei zu reden. Naja, jedenfalls dieses Thema gab bei uns ganz, ganz große, wie soll ich sagen, also wir hatten... Im Freundeskreis auch verschiedene, die Kameraperspektive ist ja für den Arsch. Wir hatten verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Ganz besonders schlimm war, ich fand den Bericht von Jan Böhmermann, der hat das wohl auch nur geklaut gehabt. Dieses Kommentar von ihm fand ich unheimlich gut. Er hatte geschrieben, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz hin, ich sag's jetzt einfach so wortwörtlich, wie ich es verstanden habe. In Rom gibt es eine fette Sause, aber Gott kann nicht live dabei sein, denn er muss ja fröhlich in Afrika AIDS verteilen. Dieses Kommentar sagt ja im Grunde nur aus, also wenn man zwischen den Zeilen liest, die Katholiken feiern sich jetzt eine Runde selber, ja, und tun trotzdem nichts daran, dass das jetzt irgendwie die Situation an und für sich besser wird. Weil, mal ehrlich, was spricht denn dagegen, zu sagen, in der heutigen Zeit, Leute, benutzt ein Kondom? Spricht gar nichts dagegen. Ja? Benutzt ein Kondom, verbreitet kein AIDS. AIDS ist eine scheiß Krankheit und die könnte viel, viel eingedämmter sein, unter anderem natürlich auch in Afrika, wenn die Menschen dort verhüten würden. Ja? Und verhüten in dem Sinne nicht, wir wollen keine Kinder kriegen, sondern wir wollen Spaß mit Sex haben und wollen uns dabei keine blöde Krankheit einfangen. Das ist eigentlich so alles und das geht mir so tierisch auf den Sack, dieses Denken. Ne? Dieses Denken der engstirnigen Katholiken. Ich kann mich auch erinnern, ich war 4 Jahre lang war ich mit einer Katholikin zusammen und die kam aus dem tiefsten, also die Eltern kamen aus dem tiefsten Kroatien und dort wird Glaube auch halt anders gesehen als bei uns in Deutschland zum Beispiel, ne? Da werden halt mal einfach keine Witze über Gott etc. pp. Gemacht und
Da sagte, also da ging es auch um dieses Thema damals, als der Ratzinger auch sagte, ne, nee, verhüten, in, also Kondome benutzen, das ist gegen den Glauben in Afrika. Und da hat ohne Flachs die Mutter gesagt, die haben ja auch nur alle Aids, oder Aids kriegen nur die Leute, die keinen Glauben haben. Und das sind so Sachen, ey, da könnte ich ausrasten, Leute, da könnte ich so richtig, richtig ausrasten, weil ob man nun glaubt oder nicht, Aids ist nun mal einfach eine beschissene Kackkrankheit. Die Leute kriegen, egal wie viel Glauben sie haben. Ne? Selbst wenn der Papst persönlich mit irgendjemandem, der Aids hat, schlafen würde, selbst der würde Aids bekommen. Und da würde ihnen auch kein Gott helfen. Das soll jetzt hier überhaupt nicht blasphemisch klingen. Ja? Ich finde, Glaube ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und die kann Menschen helfen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie alleine sind, wenn sie einsam sind. Dann ist Glaube eine richtig, richtig gute Sache. Keine Frage. Aber zu sagen, Menschen kriegen nur oder kriegen Aids, weil sie nicht glauben, das ist so heftig, ne? Und sowas kommt nun mal von Katholiken. Ja, wo bleibt denn jetzt hier die Schildkröte? Das kann ja wirklich wahr sein. Ich finde halt diese Engstirnigkeit es ist einfach nicht mehr eine zeitgenössische Kirche. So muss man das sehen. Ich selber bin evangelisch und sehe das auch immer so als katholischer Glaube Leid an, ne, evangelisch zu sein, weil ich habe nicht gehört, dass Martin Luther irgendwie Ablasszettel verkauft hat. Nee, wegen dieser Scheiße hat er ja den evangelischen Glauben gegründet. Also es ist so, als ob du eine Cola und eine Cola Light nebeneinander stellst und ich bin dann halt eher bei der Cola Light, auch wenn ich lieber die normale Cola trinke. Worauf ich einfach hinaus will, ist, ey, Leute, schaltet mal euer Hirn an und auch wenn ihr nicht katholisch seid, ja, so ein Mensch ist wirklich, wirklich extrem wichtig. So jemand wie der Papst ist wichtig, der regiert über 1,3 Millionen Menschen. Ja, das ist mehr als jeder Präsident zu regieren hat. Und von diesen 1,3 Milliarden, um Gottes Willen, 1,3 Milliarden Menschen. Und wenn man wirklich mal überlegt, wie viele das sind, ja, wenn es auf der Welt gerade mal 7 Milliarden Menschen gibt, ne, dann ist das echt schon mal krasser, krasser Scheiß. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Also geht uns das alle was an. Man kann nicht einfach sagen, ne, katholischer Glaube, das geht mich nichts an. Oh Gott. Weil es bestimmt ja... Oh, fuck you. You fucking fuck fuck. Es bestimmt ja trotzdem irgendwie auf der ganzen Welt... auf der ganzen Welt irgendwas, ja. So ein Papst hat nun mal Einfluss auf so gut wie alles. Ja, wenn es da um diese katholischen und ganz besonders halt um diese armen Länder geht, ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich rede immer hier von den armen Ländern, weil ich denke, gerade hier in unseren modernen Ländern, sei es Deutschland, sei es sowas auch wie... Obwohl, die Amerikaner sind da auch sehr, sehr krass, was den Glauben angeht. Ne? Die verstehen auch nicht so viel Spaß. Natürlich mehr als jetzt zum Beispiel Leute, wenn es irgendwo, wo Mohammed-Karikaturen gibt. Ne? Muss man ja nicht unbedingt gleich mit dem Flugzeug in irgendeinen Tower reindüsen. Scheiße, ich verliere immer wieder den Faden. Ich merke, ich müsste mich besser vorbereiten auf so ein Thema. Aber das ist ja auch jetzt hier gerade einfach nur mal so ein Test. Ja, so ein Testding. Ich will einfach mal testen, wie gut das geht. Zu labern über ein gewisses Thema. Oh, das ging damals mit dem N64-Stick besser. Zu labern über ein Thema, was einen wirklich mal interessiert. Oh, das reicht immer noch nicht. Ich muss ganz hochziehen, ne? Naja, das schaffen wir auch noch. Rote Münzen einsammeln, schaffen wir auch noch. Alle weg. Alle wegkloppen wie der katholische Papst. Ja, und dann gibt es natürlich noch, was zusätzlich kommt, jetzt dieser neue Papst, ja. Man spricht ja davon, dass der sehr erzkonservativ ist. Das bedeutet natürlich, dass der wahrscheinlich die Kirche im gleichen Sinne führen wird, wie es schon der Ratzinger gemacht hat. Ne? Bei Ratzinger hat zum Beispiel auch keinen in Deutschland interessiert, für was dieser Papst steht. Da war nur wichtig, yeah, wir sind Papst. Das war alles, was irgendwie den Leuten wichtig war. Aber wofür der ganz genau stand, das hat niemanden interessiert. Ne, und dann jetzt zum Schluss hin, da ist dann so langsam mal der Groschen gefallen, so dufte ist der Typ gar nicht. Weil dann kam ja diese ganzen, Alter, ich bin immer noch zu tief, kam ja diese ganzen Sachen hier, Verschleierungssachen von der katholischen Kirche, wegen diesem Kindermissbrauch-Kack, ne? Das gab's ja auch. Aber da
das wollen immer die ganzen Katholiken nicht hören, ne? Ich fand das alles so schlimm, Leute. So, jetzt versuchen wir hier nochmal hier. Hep. Na, wo komme ich jetzt hin? Ah, sehr gut. Und rum hier. Tja. Ich merke, zocken und ernsthafte Themen diskutieren, das ist echt nicht meins. Weil dafür bin ich einfach zu abgewichst. Ich bin zu konzentriert auf das Gaming an sich und krieg die Thematik nicht rüber. Zumal ich die auch viel, viel drastischer darstellen wollte. Weil denk doch mal nach, was alles auch schief ging in der katholischen Kirche. Ich möchte damit nicht sagen, alle, die katholisch sind, haben irgendwie einen weg oder so. Ja? Aber passt so eine Kirche überhaupt noch in die heutige Zeit? Ja, eine Kirche, die unter anderem in der Vergangenheit halt diese Ablasszettel verkauft hat. Eine Kirche, die daran schuld ist, dass viele Frauen auf den Scheiterhaufen geschmissen wurden, ja, weil es angeblich Hexen waren. Eine Kirche, die, was hatten die Kirche noch verbrochen, außer die ganzen Knaben zu bumsen? Ja, die Kirche hat so viel verbrochen. Und das interessiert leider keinen, ja. Und trotzdem, das wird schmerzhaft. Ne, das hat er gar nicht gemerkt, der Typ. Es denkt einfach keiner drüber nach. Und alle Leute denken dann, ja, ist ja nicht mein Problem, ich bin ja nicht katholisch. Oder also die nicht katholisch sind. Die katholisch sind, die sagen halt einfach nichts darüber. Die sind katholisch und gut ist. Schlimm ist natürlich auch, dass die Leute, die katholisch sind und ach so ehrenvoll diesen katholischen Sachen nachgehen, meistens krasser und übler drauf sind als die Leute, die halt nicht vorgeben, so fromm und so brav leben zu wollen. Ja, sowas. Ach, so heuchlerisch, ne? So, ah, der liebe Herrgott, der hört alles, der sieht alles, scheiß drauf. Wir werden trotzdem mal ein paar Kinder gefickt. Das ist so. Ah. Ihr merkt, also dieses Thema interessiert mich schon. Glaube ist, wie gesagt, für mich. Ein wichtiges Thema, weil viele Menschen brauchen einfach den Glauben an sich. Das habe ich vorhin schon gesagt, wenn man alleine ist, wenn es einem nicht so gut geht, dann ist Glaube wirklich eine Sache, die echt ja, viel, viel Kraft geben kann. Und ich bin auch keiner der Leute, deren der Glaube wichtig ist, ja, irgendwie auslacht oder so. Da bin ich der Letzte, weil soll jeder tun und lassen, was er möchte, ne? Aber den Glauben als Ultimo irgendwie anzusehen, ne, das zum Beispiel kriege ich auch nicht beschissen. So, wirklich. Oder Leute, noch geiler sind Leute, die Bibel wirklich als bare Münze sehen, ne? Die sagen ja, alles, was in der Bibel steht, stimmt, ne? Jesus hat das Wasser zu Wein verwandelt und so ein Kram. Ey, denk doch mal bitte nach. Zwischen den Zeilen lesen, meine lieben Freunde. Zwischen den Zeilen lesen. Ja? Jesus konnte auch nicht übers Wasser laufen. Das wäre doch echt mal. Oh, scheiße, hier komme ich gar nicht mehr hoch. Habe ich Mist damals gekommen? So, irgendwie. Nein! Oh, da ist er genau hingesprungen. Genau zu diesem Moment. Naja, dieses hier ist einfach wirklich nur mal ein Spaßprojekt. Ich möchte einfach mal sehen, halt, wie. Oh! Ob Gaming und ernsthafte Themen irgendwie miteinander zu vereinbaren sind. Ich merke halt gerade, ich habe Probleme bei der Konzentration. Ich hätte mir vielleicht Stichpunkte machen sollen und die mir rechts und links neben dem Monitor kleben sollen. Aber sagt doch einfach mal, wie steht ihr zu dieser ganzen Glaubensdebatte? Seid ihr nun evangelisch oder katholisch? Das ist vollkommen egal. Hasst ihr mich dafür, wie ich vielleicht über euren Glauben gerade hergezogen habe? Obwohl ich das gar nicht so als Herziehen betrachten würde, sondern einfach mal so meine Meinung zum Thema Glaube habe ich preisgegeben. So würde ich das mal nennen. Und niemand sollte sich in seinem Glauben irgendwie jetzt, benachteiligt fühlen, will ich gar nicht sagen, irgendwie angegriffen fühlen. Es war jetzt einfach nur mal ein bisschen Dampf ablassen zu diesem Thema Glaube, nicht Glaube, bla. So, und ihr könnt jetzt auch euren Dampf ablassen. Schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mal eure Denkweisen, das, was ihr zu diesem Thema überhaupt denkt. Schreibt das einfach mal dazu und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder bei einem weiteren Klartext-Video. Vielleicht bin ich dann nochmal besser vorbereitet. Und wir haben die 7. von 8 Münzen. Ich hoffe, dieses Video findet bei euch Anklang und ihr könnt was dazu sagen. Also haut rein und bis denne.